Willkommen zurück zu Ni no Kuni 2. Ich bin Neu Fjorobo und ja, wir müssen uns jetzt der Prüfung des Mutes stellen. Bin ich irgendwo, wie er runtertapst. Das sind so schöne Kleinigkeiten, die mir sehr gut gefallen. Okay. Was ist das? Oh. Baba! Die fleischgewordene Mutprobe. Oh. Ups. Zack. Oh, komm her, Junge. Boah, da kann ich schon ausweichen, also. Ja, der da. Wow. So schön war der jetzt auch nicht. Oh, Alarm neues Level erreicht. Du hältst ein paar Kunstlederstiefel. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch in der letzten Folge drin lassen können. Evan! Sieht so aus, als wäre es geschafft. Roland, Shanti! Evan Petty Whisker Tildrum, thou hast proven thyself worthy. A kingmaker shall be thine. Was ist das? So, where is it? Oi, don't be here, man! Was will denn dieser Winzling? Ist das ein Monster? Oh, the cheek! Jetzt steckt's aber 13. Ich bin ein stattlicher Wächter. Ich bin weder winzig noch sonst was. Noch so eine Frechheit und ich zieh euch eins über. Hallo? Du bist der Wächter? Was reicht, man? Aber hallo, ich bin Remy. Freut mich. Dann hat Evan die Prüfung also bestanden. Und ist berechtigt, König zu werden. You ain't wrong there. Jupp, so ist das, wenn man meine Gunst hat. Irgendwie habe ich mir dich völlig anders vorgestellt. Okay. Hey, ihr seid aber ganz schön unhöflich. Wenn ich erstmal loslege, bin ich nicht mehr zu stoppen. Zugegeben, momentan bin ich noch etwas. Egal, lass uns schnell den Pakt schließen. Hast nicht zufällig so eine coole Pakt-Utensilien mit, oder? Achso, Pakt-Utensilien sind was Heiliges. Also keine Waffen, mit denen ihr Monster platt macht. Oh, ich wusste gar nicht, dass man sowas braucht. Dieses Schwert und diesen Stab kann ich dann wohl nicht nehmen. Was denn noch sonst noch geeignet? Nimm, was dir lieb ist, aber mach hinne. Ah! Ah! Wie wär's mit diesem Zweig? Also dann. Moment, ein Zweig? Really? Ein Pack mit einem Zweig? Ich werde nicht mehr. Etwas mehres. Ach, egal. Hab schließlich die Wahl gelassen. Sieht ja auch einigermaßen robust aus. Wird schon passen. Dann also zum Pakt. Erstmal musst du den Zweig hochheben. Come on, come on! There's beautiful! Righto, my turn!
And that's us joined forever! Good. Was du da gerade gesehen hast, war der Wächter, war das Wächterband. Das ist die Verbindung zwischen König und Wächter. Das Wächterband? Ist das nicht ein bisschen dünn? Sieht nicht besonders stabil aus. Crikey! Naja, wir haben es gerade erst geschafft. Wenn das Königreich wächst, wird die Verbindung zum Wächter tiefer und das Wächterband wird stärker. Dann sollten wir schleunigst mit der Gründung eines unseres Königreichs beginnen. Das ist die richtige Einstellung, Mann. Flip! Achso, fast vergessen. Ich habe noch was Cooles, das ich dir geben muss. Was Cooles? Was total Cooles. Guck. Du hältst Kampf-Equalizer. Was ist das? Eine Steinplatte? Eine Steinplatte? Ich habe mich wohl verhört. Also schließt all meine wächterliche Kraft drin. Ich nenne es den Kampf-Equalizer. Cool, was? Der Kampf-Equalizer ist ein sehr nützliches Werkzeug, mit dem du dir verschiedene Vorteile im Kampf sichern kannst. Wähle im Hauptmenü den Kampf-Equalizer. Wenn du den richtig nutzt, kannst du noch wirkungsvoller kämpfen. Das wird ein Spaziergang. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe keine Ahnung, was das Ding uns bringen soll. Nur Geduld, Übung macht den Meister. Wenn ihr ihn erstmal nutzt, werdet ihr schon Alright. verstehen. Damit wäre der Pakt also geschlossen. Kehren wir erstmal zum Versteck der Luftpiraten zurück. Wenn die Luftpiraten jetzt unser erstes Königreich oder unser Königreich, weiß nicht, wie viele Königreiche wir stellen werden. Ah, frische Luft. Mann, ist das lange her. Gut, dann lasst uns den Bossbericht erstatten. Und du läufst mir die ganze Zeit nach, oder was? Ihr läuft wirklich nach Hilfe. Ich werde von einem Monster verfolgt. Helft mir. Ich will springen. Nein, es kommt. Ah. Sorry. So, wir gucken uns meine Kampf-Equalizer an. Armin. So, du befindest dich. Du findest ja eine Reihe von Reglern. Was soll ich gehen, gleich dazu lesen? Du findest ja eine Reihe von Reglern, mit denen du bestimmte Parameter für Effekte und Monster bearbeiten kannst. Du kannst zum Beispiel den Schaden gegen bestimmte Monster oder Resistenzen gegen Elemente erhöhen. Natürlich gibt es Vorteile nicht auf der Silbertablette serviert. Du musst Kampfpunkte sammeln, um sie freizuschalten. Ah. Kampfpunkte hältst du immer dann, wenn das Level deiner Mitglieder steigt. Training ist also unerlässlich, wenn du die Kampf-Equalizer mit allen den Funktionen nutzen willst. Okay. Wir haben 35 Kampfpunkte. Okay. Wähle Parameter, den du arbeiten willst. Ach, das sind immer statistische genug. Monstertypen, mit den Schaden gegen bestimmte Monstertypen. Bevor du diesen Bereich bearbeiten kannst, musst du ihn zunächst erweitern. Willst du die Kampfpunkte verwenden, um Zeit kommt, um Monstertyp zu erhöhen? Ja. Die Monster teilen sich in 6 Typen ein, die im Folgenden anhand repräsentierten Beispiel vorgestellt werden sollen. Harte Monster, dazu gehören Monster wie Ziegeliten und Roboter, deren Körper aus Stein oder Metall besteht. Weiche Monster, dazu gehören Monster wie Fabulous und Plasmakette, deren Körper aus zähflüssigem Material besteht. Naturmonster, dazu gehören natürlich Wesen wie Tiere und Pflanzen, zum Beispiel Troffeln und Bitzmatze, die haben wir schon getroffen. Drachenmonster, dazu gehören Drachen und drachenähnliche Monster, zum Beispiel Blitzdragons und Exwürms. Okay. Feenmonster, dazu gehören. Ah, so ein Feenmonster habe ich schon gesehen. Dazu gehören die etwa eigenartigen Monster, wie Flauschfeen oder Mentale. Dämonenmonster, dazu gehören Monster, die sich ein bisschen wie Menschenfalten, zum Beispiel Shinkalis und Onikongs. Manche Ausrüstung ist gegen bestimmte Monstertypen besonders wirksam. Es empfiehlt sich also, die Ausrüstung immer auf den entsprechenden anzupassen. Darüber hinaus kannst du im Kampf-Equalizer den Angriff gegen die jeweiligen Monstertypen verbessern. Okay. Aber wenn ich jetzt hier arbeite, dann mache ich ja. Wäre ich jetzt beim anderen schwer, leichter?
Stufe 7 oder so. Kampfbelohnungen. Passen die nach einem Kampf erhaltene Belohnung an? Ja, müssen wir das mit erweitern. Möchtest du Kampfpunkte verwenden, um Level der Kampfbelohnung zu erhöhen? Ja. Ich habe dazu keine Einführung. Erhöht die Menge in IP und seltenen Materialien. Die Parameter sind derzeit nicht aktiv. Erhöht die Menge an erhaltenen Gold und Ausrüstung. Dieser Parameter ist derzeit nicht aktiv. 10 Kampfpunkte. Oh, das ist ein bisschen viel. Ne, wollen wir erstmal nicht. Machen wir erstmal so. Was haben wir hier? Kampfparameter. Passen den Parameter an, die Kampfvorteil verschaffen. Okay, machen wir mal. Ja, müssen wieder weiter. Hier 8 Punkte. Gut. Achso, kriege ich auch hier keine. Achso, wir können nur 1 erhöhen gerade. Erhöht die MP-Wiederherstellung von normalen von Gegen und Gegenständen. Oh, ist auch ganz gut. Reduziert die benötigte Zeit um Aufladen und Aha. Erbarmungsfähigkeit den Schaden starker Nahkampfangriffe. Vergrößert die Zeitfenster, indem du nach Ausweichen nicht angreifbar bist. Oh, so nett. Hasenfuß reduziert die Zeit, die du benötigst, um am Kampf zu fliehen. Ja, brauchen wir nicht. Reduziert die genommenen Schaden. Da würde ich gerne mal reingehen, aber was haben wir hier noch? Bevor du weichst, ja, weiter mit einem Punkt. So, ein Punkt ist okay. Manche Angriffe sind einem Element zugeordnet. Der Zauber Feuerball gehört zum Beispiel dem Element Feuer an. Es gibt 5 Elemente: Feuer, Wasser, Wind, Licht, Dunkel. Je mehr Monstertypen, je nach Monstertyp verursachen Angriffe einen bestimmten Element und mehr oder weniger Schaden. Nimmt ein Gegner beim elementbezogenen Angriff kaum Schaden, hat das Monster vermutlich eine gute Abwehr gegen dieses Element. Finde den Schwachpunkt. Das allerdings, gilt allerdings auch für Evan und die anderen. Bereite dich auf den Kampf gegen Monster eines bestimmten Typs gut mit der entsprechenden Ausrüstung vor. Im Kampf Equalizer unter Elemente Zauberes, jetzt kannst du ja, deine Elementabwehr zusätzlich verbessern, aber Vorsicht, dieses geschieht auf Kosten deines Zustandsresistenz. Okay. So, Resistenzen. Machen wir gegen Feuer und Verwirrung. Ja, machen wir einfach mal so. Kann aber nicht mehr ausgeben gerade. Okay. Machen wir hier so. Ja. Warte. Ich kann nichts anderes auswählen gerade. Komischerweise. Warum ging das jetzt gar nicht mehr? Das ist anders. Naja. Mehr EP. Ach, so. Da wollen wir erstmal mehr EP haben. So, was haben wir hier? Die Monstertypen. So. Aber. Achso, ich muss die mal erweitern, ne? Achso, ich muss die mal erweitern. 10 Punkte zum Erweitern. Ja, machen wir mal. Okay, was haben wir jetzt hier? Oder mehr Gullen, was haben wir hier? Mehr Gullen oder Ausrüstung? Machen wir mehr Ausrüstung, oder? So. Ah, okay, so geht der Regler also. Können wir hier noch was erweitern? 11 Punkte hier. 2 Punkte. Aber ich kann ja auch nur in eine Richtung gehen. Das ist nicht ein bisschen. Okay, na gut, man kann halt. Ne, sich natürlich im Kampf drauf vorbereiten vorher. So, hier. Nochmal so. Vorteil gegen harte Typen. Hier auch nochmal. So. Zack. Gut, haben wir das auch mal gelernt. Gruppe. Dann sind Nuffis. Pusti, können wir eigentlich auch was machen. Also hier können wir die nur austauschen, okay. Aber kann man nicht auch irgendwie Level oder so? Nur für Info. Ne, kommen leider nicht, okay. Ausrüstung. So, wir haben hier noch die Waffe bekommen, okay. Dann kriegt die hier der hier, weil das ist der Charlie, mit dem wir spielen. Geweihtes Hölzchen, rüsten wir mal aus. So, was haben wir noch so hier? Eine Lederrüstung. Die war nicht besser als unsere jetzige. Neue Schuhe, die ist besser als unsere. Und das können wir so lassen, okay. Einen Zauber haben wir noch nicht gelernt. Oh. Roland. Du kriegst.
den hier noch. Oh, passt so. Hast du vielleicht eine neue Waffe? Leider nicht. Schade. Du hier. Hast du immer nur den hier? Da war nichts Neues, ne? Ne, schade. Oh. Ich wollte ihn ja hier noch ausrüsten. So, du kriegst das. Ist das. Das ist okay. Kann sie noch was anderes? Die können wir noch verbessern. Was bringt denn hier? Angriffsschaden. Achso, ja, sie hat ja. Okay, ist okay. Hast du vielleicht noch einen. Oh, ein Bug. Jetzt ist es richtig. So, Roland, hast du noch was Neues? Nee. Okay, gut. Gruppe gemacht. Wunderbar. So. Ich bin mal so ein kleiner Sammler hier. Weil ich mich frage, was bringen mir die Kieselsteine? Und zu dem Schiff mit 1000 Kieselsteine. Wir könnten natürlich jetzt auch noch Waffen verkaufen, wenn wir wollten, aber wir lassen jetzt mal. Wir haben zwei Wege scheinbar. Ich will auch. Ich will hier hin. Kann er springen? Ah, verdammt, er kann springen. Das Ding ist creepy irgendwie auch. Finde ich. Ich will nicht mit dem kämpfen. Ja gut, gehen wir mal hoch. Würde ich sagen. Wir kommen da raus, aber wir sollen mit dem Boss reden. Ich bin gerade mit dem Boss. Runterfallen können wir auch nicht. Hier habe ich einmal aus Versehen geschlafen, schon nämlich. Mal zu sehen. Was ist eigentlich hier oben? Hier war nur noch ein weiterer Raum. Wo war nicht mal das Loot drin? Ist. Ach, hier ist Loot. Ha! Du willst Erbsen. Geil, ich hab Erbsen, Alter. Erbsen, hier ist auch was versteckt, hä? Okay. Haben wir doch vielleicht was Gutes bekommen. Egal, reden wir jetzt mit dem Boss hier. Komm her, Boss. Ahoy there. Hätte nicht gedacht, dass ihr das Heil übersteht. Dein Gesicht sagt mir, du warst erfolgreich. Darf ich vorstellen, das ist, der Wächter meines Landes, Remy. Oho, das ist also der Wächter? Naja, grüßt es dich alles, was? Oi! Wart's nur ab, du Banause. Jungs, heute Nacht wird gefeiert, und zwar ordentlich. Bereitet alles vor. Echt jetzt, eine Fete? Juhu! That night, the Sky Pirates celebrated Evan and his friend's success into the wee small hours. They all agreed that Evan was a fine young man indeed, and that he would make an even finer king. And then, morning came. Oh, es ist schon morgen. Gosh. Wie schön. Evan. You mean to become king of this here world, is that not so? Yes. Well, now, there's a thing. I see something in you. Not the only one. What are you doing? The men of Cloudcoil Canyon do hereby swear fealty. We serve you now, your majesty. Huh? Gosh. So it was that the very Sky Pirates who had once sworn to take Evan's life now swore to devote their own lives to serving him. And with this fledgling following, he took his first steps on the long road. Ja, das ist cool. Es wurden die doch die ersten Bewohner. Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich in das Königreichsmenü. You seem pleased. I am. It all happened just as you said it would. I met lots of new people and made lots of new friends.
Perhaps I really can keep my promise to Nella. So you really are going to rule the world then? You don't do things by halves, do you? But building a kingdom is hard work, and building a great kingdom is even harder. It's not going to be easy. I know that. But I'm going to try. I have to. Spoken like a true leader. You'll be meeting a lot more people soon, Evan. You have to listen to them, all of them, and you have to remember the things they tell you. It will make you a better king. I'll try my best. Sorry, I'm talking as if I know everything again. But I'm right, I think. I trust the person who taught me all of this more than anyone else in the world, and so should you. Until next time, Evan. Goodbye. But... oh. Möchtest du speichern? Erfolg freigeschalten. Gebot eines Königs. Ja, ich möchte gerne speichern. Danke. Wir speichern hier. Jawohl. Speichern abgeschlossen. Sehr schön. Das ist ja alles schön und gut, aber wir können ja wohl schlecht mit der gesamten Bande im Schlepptau losziehen, ohne auch nur die letzte Ahnung, wo dieses Land entstehen wird. Ja. Yeah. Stimmt, und außerdem können wir hier nicht so von heute auf morgen stehen und liegen lassen. Uns einfach über dünne machen. Hi. Hey Evan, warum geht's bei euch gerade? Wir überlegen, wo wir unser Land gründen sollen. Dann müssen wir wohl klein anfangen. Wir reißen uns am besten irgendwo ein Dorf unter den Nagel und dann sehen wir weiter. No. Falls es dir entgangen ist, wir wollen keine Piraten werden, sondern ein Land aufbauen. Tja, es war auch nur ein Witz. So jung und schon so humorfrei. Eine gute Lage ist sehr wichtig für die Entwicklung eines Landes. Das ist eine ernste Angelegenheit. Der macht immer ein Gesicht, als ob er sich was eingeklemmt hätte. Shanti, ist das wirklich ein ernstes Thema? Oh, du hast recht. Hihi. Ein neu gegründetes Land befindet sich immer in einer gefährlichen Situation. Die bestehenden Mächte tolerieren nur selten einen Rivalen in ihrer Mitte. Eine strategische günstige Lage ist daher für ein kleines Land überlebenswichtig. Also gut, was genau schwebt ihr vor? Wir suchen eine Region mit leicht zu erschließenden Rohstoffquellen, die vor Angriffen von außen gut geschützt ist. Mit anderen Worten... genau hier. Evan and his motley crew of would-be kingdom builders turned their gaze eastward to the Heartlands. These verdant plains were as yet unclaimed by any nation. But would they prove a fitting place for Evan's promised kingdom? Chapter 3. The Town That Tempted Fate. Die Götter würfeln nicht. Ja. Zweiter Name. Die Melianz-Ebene ist gar nicht so weit weg von dir. Wenn man die Berge erstmal hinter sich hat, muss man nur noch die Ruinengürtel und schon ist man da. Können wir denn nicht einfach den Luftweg nehmen? Well, no. Womöglich ist das nicht bloß. Unsere Schwalbertrasse sind dafür gebaut, um auf Winden zu gleiten. Hier zwischen den Klippen weht ständig Wind. Aber das ist nicht überall so. Und ohne nutzen uns die Dinger leider gar nichts. Dann müssen wir wohl oder übel zu Fuß gehen. Listen here. Hey, gibt's nur ein kleines Problem. Im Ruinengürtel geben sich die Räuberbanden hier aus der Gegend praktisch die Klingen in die Hand.
Es lockt Piraten und Räuber, aber kein Vergleich, das ist wirklich ein ganz im Laufen. Wenn die Blut riechen, kommen sie aus ihren Löchern gekrochen und wie die Kakerlaken. Ja, Masse statt Klasse eben. Aber keine Sorge, wir werden da schließlich auch nicht nur zu viel dran anrücken. Shanti, ruf doch mal die beiden üblichen Verdächtigen. Boss! Yo, Boss, wo brennt's? No, listen here. Entschuldigung, Jungs, wir müssen in der Metallebene ein neues Königreich gründen. Und dafür müssen wir mit unseren Nachbarn im Ruingürtel ein freundliches Gespräch führen. Alles klar? Dann trommelt mal eure Jungs aus dem Koyo. Konyon? Oh, wir dürfen den Landratten eins überbürsten. Hey, kommt mir gerade recht. Ich habe schon längst so einen Jucken in der Faust. Jo, ich bin schon ganz hibbelig. Penny, was willst du denn hier? Soweit ich mich erinnere, habe ich nur Pia und Color gerufen. Ist das nicht die Shopbesitzerin? Hallo? Ein neues Königreich? Wie oft passiert sowas? Da will man doch dabei sein. Warum eigentlich nicht? Lassen Sie doch mitkommen. Was sagst du, Evan? Sicher, ich habe nichts dagegen. Na schön, wenn Evans recht ist, soll es mir auch recht sein. Aber eins sag ich dir, wenn ich dir wieder aus der Patsche helfen muss. Keine Sorge, wird schon schief gehen. Piero, Carlo, Penny unterstützen dich ab sofort auf deiner Reise. Ab sofort kannst du im Kampf auch auf mich zählen. Bin ja mehr der Typ fürs Grobe, aber die Entscheidungen in Sachen Taktik überlasse ich gerne meinem König. Ja. So hat dich deine Gruppe angeschlossen. I'll be counting on you. Danke, du wirst uns sicher eine große Hilfe sein. Mit der berühmten Himmelsschlange als Verbündeten kann man ja nicht mehr, kann's nicht mehr schief gehen. Was? Oh Mann. Genau, also dann auf zur Melazzani-Ebene. Neuer Tagebuch, eine neue Heimat. Hier liegen wieder alle Sachen, ne? Ja, ich kann wieder sammeln. Yay! Meins. Meins. MacBook, es gibt neue Einträge und Kommentare. Oh, da musst du mal reinschauen gleich. Nachdem ich schon ein bisschen gesammelt habe, weil ich ein kleiner Sammler bin. Ja, man kann mich nicht schlank. Total dämlich. Aber egal. Zack. Folgt mir immer noch auf Schritt und Tritt. Zack, alles meins hier. So. Zack, zack, zack. Sehr schön. So, dann schauen wir. Ne, falsche Taste. Dame da. Karte. Schönes MacBook. Ah, so war MacBook, genau. So, fangen wir mit dem an. Echt gruselig. Ich würde gerne. Achso, ich kann die ja noch bewerten. So kann ich, okay. Echt gruselig. Ich habe im Gnuffi-Wald was echt Gruseliges entdeckt. Man sieht es auf dem Bild gar nicht richtig. Aber das war bestimmt ein untoter Gnuffi oder so. Was? Oder sowas. Passt bloß auf, dass ihr den nicht reinlauft. Oh, das ist ein Mensch mit einem Gnuffi-Kopf. Gänsehaut. Wenn man Geister fotografiert, verfolgen sie einen. Ich gehe da nie wieder hin. Okay. Bisschen unscharf das Bild. Ich habe Evans ein MacBook gemobst. Hier ein Foto von unserem Boss. Ich fühle mich regelrecht erschlagen. Versuch's mal mit etwas mehr Abstand zum Motiv. Alles klar. Ich bin noch Anfängerin. Schnappschuss. Einkorn. Ein Bild aus dem Windschlangenklippe. Ist das nicht ein Prachtkerl? War ganz schön schwierig, nah genug für ein gutes Foto heranzukommen. Naja, zugegeben, die Viecher sind nicht gerade fotogen. Aber sie sind schlau genug, um Waffen und Rüstung zu bestehlen und zu benutzen. Reife Leistung ist so eine Aufnahme. Onikons haben einfach was. Das Foto bringt die brachiale Konturen richtig raus. Okay. Und du warst auch noch, glaube ich, neu, ne? Frei wie der Wind.
Ja, eine Zeichnung vom Hügelland, die ich auf Reisen gemacht habe. Das im Wind gezogene Grün und diese sonderbaren Tafelberge sind mir gut in Erinnerung geblieben. Unglaublich, dass sich genau zu diesem Zeit ein Katzenbuckel das Startstreich ereignet hat. Reden Sie mal auch drüber. Was für ein schönes Bild. Ich dachte zuerst, das ist ein Foto. Sie sind wirklich ausgesprochen talentiert. Ja. Okay. Oder warte, da war noch ein Schild da drauf. Den Rest hatten wir schon, ne? Wie geht's jetzt weiter? Ich erzähle lieber. Das haben wir, glaube ich, auch schon. Haben wir noch irgendwas? Ne, das war's. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao. I think that I'm going to hide in somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. Some gates never get to open 'cause it's too late. I could be the one who saves you from this place. Baby, they ain't never gonna find me, find me, find me.